Wir sind RWE, ich bin hier mit dem Jan. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, unfassbar. Also wenn wir diese erste Halbzeit, in der Halbzeit geflucht über die Mannschaft, gesagt, das kann doch nicht wahr sein, wir können nicht schon wieder in diesem wichtigen Spiel verlieren. Und ja, dann drehst du dieses Spiel so unfassbar. Keine Stimme mehr, ich drehe völlig am Kabel und es ist so geil, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Ich will nicht schreien, aber es war das wirklich geilste Auswärtsspiel jetzt nach Corona überragend. Also ich würde auch sagen, für mich eines der geilsten Auswärtsspiele, die wir in der Regionalliga jetzt schon hatten. Also dieses Comeback war ja super. Es gibt noch viel geilere. Die hast du nicht miterlebt, du bist zu jung. Ja, ich habe schon Wattenscheid alles miterlebt. Alles gut. Wie hast du die erste Halbzeit gesehen? Das war ja eine Achterbahn der Gefühle. Also wir haben ja quasi in der ersten Halbzeit sehr uns anders, ein anderes Gesicht gezeigt als jetzt in der zweiten Halbzeit. Also ich würde es in der ersten Halbzeit, wenn die Mannschaft vor mir stehen würde, würde ich es genauso sagen. Ich habe es in der Pause zu mehreren Leuten gesagt. Ich sage, wenn wir so spielen, können wir nicht aufsteigen, weil das war zu wenig und so steigst du nicht auf. Das war zu wenig. Wir können nicht sagen, wir spielen gegen kleine und tiefstehende Mannschaften, tun wir uns schwer. Und gegen große Mannschaften ist es dann auf einmal das Problem, überhaupt vor das Tor zu kommen. Die erste Halbzeit war eine Frechheit und die zweite Halbzeit war überragend. Und auch ein 2-2 wäre okay gewesen. Das 3-2 ist Abschuss Mittwoch, der Dienstagabend. Mega geil. Denkst du, dass in der ersten Halbzeit das eine Rolle gespielt hat, dass Herr Neidhardt drei Veränderungen in der Startaufstellung hatte zu dem Spiel? Wir haben ja drei Spiele in Folge gewonnen und dann hat er, ich sag mal, die Mannschaft verändert. Bei einer Fanszene ein großes Thema. Ich glaube, Sadie Hagenburg hat die letzten Spiele nicht so gut gespielt, ist ein überragender Junge. Simon Engelmann diese Saison auch noch nicht so gezündet, kann man auch machen. Und ich glaube, Felix Bastians hat Qualitäten, da brauchen wir nicht drüber reden, mit Bundesliga, Zweite Liga. So, also die Veränderung an sich vertretbar, aber womöglich hat das eine Rolle gespielt. Ja. Und in der zweiten Halbzeit hat die Doppelspitze, die gegen Strahlen bei mir im Freundeskreis sehr verschrien war, dann funktioniert. Denkst du, dass das den Engelmann jetzt beflügelt, nachher, dass er so einen kleinen Tief war und jetzt hat er in der letzten Minute das Tor gemacht? Hat er das Tor gemacht? Ja. Okay, also ich habe es nicht mitbekommen, ich habe nur gejubelt, bin hier den Berg runter. Also von dem her, ja geil, das Tor geschossen, ich gönn's ihm ungemein, aber ja, mal gucken. Vielleicht wird er ein Fall fürs Trikot, ich habe noch keinen Flock drauf, hätte er verdient. Ja. Ich danke dir. Ciao.